Ja, ob der Hicke der richtige Trainer ist für die Nationalmannschaft, ja, das kann ich als Außenstehender wirklich nicht beurteilen, weil ich und er nie gearbeitet habe. Aber ich sage mal, dass es sicher sehr, sehr schwierig ist für ihn in der Situation in Österreich Teamchef zu sein, weil Punkt 1 die Qualität sicher nicht der höchste Moment ist. Aber ich denke mal, dass seine Stärken definitiv liegen, dass er mit Spielern, glaube ich, ganz gut umgehen kann. Was er vielleicht falsch macht, meines Erachtens, ist das, dass er eigentlich mittlerweile an einen Sarkasmus an einen Tag geht, wo ich sage, das ist, glaube ich, nicht gefragt. Wie er gerade gesagt hat, also er wird nicht die Besten, sondern nur die Richtigen einberufen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also, was ist nicht bei dem Satz gedacht, das weiß ich bis heute nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wo er am Vortag war, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er unter 08 war. Aber wie gesagt, ich meine, es sei ihm zugestanden, dass er hinter da irgendwann durchdringt. Natürlich muss man einen Trainer hören, aber ich habe einige Trainer gehabt, wo ich mir gedacht habe, es war gescheiter gewesen, ich war spazieren gegangen oder ich hätte irgendwo, weiß ich nicht, einen Fisch gegessen, weil da waren teilweise Trainer dabei, wo ich mir gedacht habe, für die war es gescheiter, sie waren auch Fisch essen und wir trainieren, wir Spieler. Aber der letzte Trainer von mir war natürlich der Franz Lederer. Den Franz kenne ich natürlich sehr, sehr lange. Seine Erfolge waren grandios da und ja, wird wahrscheinlich der erfolgreiche Trainer im Burgenland bleiben und ewig sein. Und es sei denn, irgendwann übernehme ich das und dann natürlich muss der Martin Bucher mit dem großen Geld ausrücken.